Ja, in der Life Science Industrie sehen wir sehr spannende Entwicklungen. Das Besondere ist, dass die Venture Capital Investoren in die frühe Phase der Arzneimittelentwicklung zurückgekehrt sind. Soll heißen, wir können mit sehr viel Venture Capital Arzneimittelprojekte, Drug Development Projekte aus der Wissenschaft heraus begleiten und sie dann entwickeln. In der eher kurzfristig bis mittelfristigen Perspektive glaube ich, dass die Entwicklung in den Life Sciences sich sehr mit dem Trend der Digitalisierung vermischt, dass es hier im Bereich der Digital Health und der E-Health Anwendungen Möglichkeiten gibt, uns und unseren Gesundheitszustand besser zu monitoren, auch präventiver zu agieren, wenn sich Krankheiten abzeichnen. Also wenn ich mal ganz visionär in die Entwicklung im Life Science Bereich reingucke, dann glaube ich, ist es die Individualisierung. Die Individualisierung in der Diagnose von Krankheiten und dann eben auch die Individualisierung von Therapien. Wir können im Bereich der Onkologie beispielsweise schon mit Companion Diagnostic Methoden sehr genau den genetischen Abdruck Ihres Tumors erkennen und dann auch entsprechend die Therapie auf Sie persönlich anpassen.